Es ist angerichtet. Freuen wir uns auf 90 Minuten tollen Fußball aus der Bundesliga und damit herzlich willkommen zu dieser Partie von Wolfuß und Frank Buschmann. Ich kann mich nur anschließen. Tolle Atmosphäre hier, wie eigentlich immer in der deutschen Elite-Liga. Hoffen wir, dass die Partie da mithalten kann. Borussia Mönchengladbach sollte heute einfach am besten genauso spielen wie beim kürzlichen Auswärtssieg, als man auf den 1. FC Köln traf. Da stand am Ende ein effizienter 2:0 Erfolg und es würde mich nicht wundern, wenn das heute ähnlich läuft. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Und da ist sie, die Startaufstellung des FC Augsburg. Heute treten sie hier im 4-5-1 an. Und wie schätzt du die Gastgeber heute ein? Sehr guter Start in die Spielzeit, aber gewonnen ist natürlich noch gar nichts. Trotzdem, darauf kann man aufbauen und weiter am Ziel arbeiten, der Qualifikation für den Champions Cup. Heimo Wasserschneider wird das heutige Spiel pfeifen. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Da geht er vorbei. Tolle Flanke. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Wendt. Werner. Bayer. Bobadilla. Macht ihn! Da ist der Torwart da, gut gemacht. Bobadilla. Und jetzt ein Zweikampf. Gute Flanke. Da steht er gut und holt sich den Ball. Stindel. Super Flanke. Er zieht ab. Da verfehlt er das Tor aus der Distanz. Aber warum nicht mal versuchen? Er hat das drauf. Da geht er vorbei. Den muss er jetzt machen. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Und damit sind sie am Ball. Stindel. Schussversuch. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Kuh.
Vollner. Stindl. Altintop. Sie holen sich den Ball. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Flanke kommt, wird das eine Chance? Das wird nicht gefährlich, sie haben den Ball. Wird's jetzt gefährlich? Der kommt gut. Erstmal keine Gefahr. Ja, das gibt Eckball. Spieler wollen ihm helfen. André Hahn, das ist das Tor. Mit dem Kopf hat er es gemacht. Dieses Tor müssen wir uns noch mal anschauen. Tolle Flanke von rechts. Das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlagengeber, keine Frage. Ein klassischer Treffer per Kopf, den wir uns hier noch mal anschauen dürfen. Ja, das fängt schon bei der Vorbereitung an und auch der Abschluss ist natürlich absolut gelungen. Minuten sind rum und nach dem Treffer kann es jetzt so richtig losgehen hier. Da kommt der Schuss. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Einwurf. Bayer. Hazard. Jetzt gibt es einen Einwurf. Einwurf, sofort ausgeführt. Hazard. Ganz einfach an den Ball gekommen. Vollner. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Schießt er ihn rein. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Geht er rein? Ganz starke Aktion vom Torhüter. Das wird gefährlich. Jetzt gibt's Einwurf, nicht weit weg vom Tor. André Hahn. Vollner. Kuh. Vollner. Weiter geht es mit einem Einwurf. Chaka. Das war einfach. Und er hat den Ball. Hazard. Altintop. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Den Zweikampf führt er gut. Jetzt hat er den Ball. Den Pass spielt er gut. Schussversuch. Und da ist das Tor. Eigentlich haben wir eine ausgeglichene Partie erwartet. So ehrlich können wir sein, aber
Sie nehmen den Gegner da ziemlich unter Beschuss. Kann man wohl sagen, Wolf. Sie machen hier einiges richtig und versuchen es immer wieder. Diesmal mit Erfolg. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Gute erste Hälfte. Sie liegen mit 2:0 in Front. Und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ein Tor konnte er ja schon machen. Guter Auftritt bisher. Daran wird er anknüpfen wollen. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Er passt gut auf und hat den Ball. Cool. Schuss! Das Tor. Das macht er ganz cool. Wo andere vielleicht die Brechstange auspacken, löst er das mit seiner brillanten Technik. Und er macht es genau so, wie man es von ihm erwartet. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Kein Tor hier, aber gut, dass er das mal versucht. Ja, die Dinger kann er grundsätzlich ja auch. Das haben wir schon häufiger gesehen. Und das Tor hier noch einmal in der Wiederholung. Rechter Winkel, nichts zu machen. Werner. Sehr gut reingespielt. Er versucht's. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Den Angriff blockt er ab. Klasse, aufgepasst. Hazard. Ganz starke Flanke. Ball ist draußen. Abstoß. Feierabend für heute. Tolle Leistung. Kein Wunder also, dass die Fans ihn so verabschieden. Und das absolut verdient. Das war ein wirklich starker Auftritt. Einer der besten Leute. Bobadilla. Das war keine wirkliche Herausforderung für den Torwart.
Chaka. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für Gladbach. Dann geht es auswärts gegen den VfB Stuttgart. Da sind wir natürlich mit von der Partie, ist doch klar. Stindl. Er ist frei, der Stindl. Den Ball hält er gut. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Keine Gefahr bei dieser Hereingabe. Jetzt kommt der Wechsel. Sie sind vorne und wollen mit dem frischen Spieler die Führung verteidigen. Jetzt ist die Kugel weg. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Das ist die Chance. Stindl. Der Keeper hat den Ball, der war nicht platziert genug. Bayer. Er sieht zwar nicht so aus. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Die Führung soll jetzt verteidigt werden, folgerichtig jetzt der Wechsel. Kammer genau richtig. Super gemacht vom Verteidiger. Altintop. Der Trainer will mehr Offensive, mehr Druck sehen. Ob sie mit langen Bällen mehr Durchschlagskraft entwickeln? So, jetzt werfen sie alles nach vorne und versuchen es mit langen Bällen. Das ist natürlich nicht ganz ohne Risiko. Die Gäste werden wechseln. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Raphael! Klasse aufgepasst vom Torwart. Und nun Raphael. Er spielt. Jetzt ist er durch. Stindl. Pfosten, aber es geht weiter. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen hier der Ausgang der Partie. Kommt jetzt die Flanke rein? Es ist nicht mehr viel Zeit auf der Uhr. 2-1 steht's. Wer ist der nächste Gegner, Buschi? Der nächste Gegner von Borussia Mönchengladbach heißt VfB Stuttgart. Und auch wenn das Ergebnis heute passt, das Spiel wird eine ganz andere Hausnummer. Sie bereiten einen Wechsel vor. Der Ball geht an die Hand abgepfiffen. Ganz klar, das musste der Schiri geben.
souverän gemacht vom Torwart. Kuh. Ich weiß nicht, ob das Nervensache ist, aber den hat er komplett verrissen. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das die Nerven waren. Die stehen ja ordentlich unter Druck. So, Freunde, hier nochmal der Beweis, das Schiedsrichtergespann lag richtig. Buschi. Und dank der Torlinientechnologie haben wir die Gewissheit, dass der Ball nicht im Kasten war. Ein enges Ding bis hierhin und noch ein paar Minuten zu spielen. Fällt jetzt das Tor? Den Ball hat er. Ibrahima Traoré. Und hier sehen wir noch mal, wie knapp das gerade eben war. Ja, da hat eigentlich alles gestimmt, nur der Abschluss nicht präzise genug. Raphael. Da hält er das Gleichgewicht. Dabei strauchelt er kurz. Abpfiff. Knappe Nummer. 2-1 der Endstand. Unterm Strich haben sie den Sieg. Aber, Buschi, richtig überzeugend war das für mich nicht. Naja, zumindest war es deutlich knapper, als sie sich das vorgestellt haben. Letztendlich ist es der Erfolg. Das ist dann am Ende immer die Hauptsache. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Das war heute wieder mal eine klasse Leistung von ihm und natürlich trägt er zum Sieg bei.